Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Review zu Dawn of Fantasy Kingdom Wars. Ich werde euch mal in diesem Video das Online-Königreich ein bisschen näher bringen und werde, wenn ich die Zeit dazu finde, sogar ein kleines Let's Play über dieses Spiel machen. Aber das werde ich mal sehen, später sehen. Das erste, was es zu diesem Spiel zu sagen gibt, das Online-Königreich ist sehr zeitintensiv. Es ist wie die Stämme, nur mit 3D-Schlachten und einer 3D-Burg und vielleicht sogar ein bisschen einen besseren Städtemanagement. Man hat eine Kampagnen-Map, die was vorgegeben ist mit KI-Städten und wo man halt seine eigene kleine Stadt sieht. Andere Städte sieht man eigentlich eher nicht auf der Map. Das werde ich euch eigentlich eh alles zeigen. Also bevor ich lang im Titelbildschirm rumrede, gehe ich gleich ins Spiel rein. Das ist der Städtebildschirm. Also im Online-Spiel hat man die Möglichkeit, vier Städte zu gründen. Ich habe schon mal eine. Die, was ich euch zeigen werde, ja, lad einen Freund gibt es auch, wo man einen Eisdrachen und sogar Geld bekommt, ist auch schön. Funktioniert nur leider nicht so, wie es sein sollte, die Erfahrung habe ich leider schon gemacht. Und, ja, gleich mal rein ins Spiel. Ich werde diese Review höchstwahrscheinlich zweiteilig machen, da das Spiel, wie schon gesagt, sehr zeitintensiv ist und meine Videos auf 15 Minuten noch begrenzt sind. Wie ihr auch sehen könnt, das erste, was kommt, wenn man eine Stadt betritt, ist ein kleiner Rundflug, um sie sich anzusehen. Ist ein bisschen nervig teilweise, aber man kann es zum Glück überspringen. Der Herr des Anwesens ist zurückgekehrt. Ah. Einige eurer Arbeiter tun nichts. Ja, es kommen halt dann auch immer wieder die Rückmeldungen von den Arbeitern und auch die Danksagung des Volkes, dass man zurückkommt. Und was ist das Erste, was es zu sagen gibt? Man hat keine wirklichen Möglichkeiten frei zum Bauen. Alle Gebäude, was ihr hier seht, sind fast alle Gebäude sind vordefiniert. Man hat solche Platzhalter, die Karrees, sage ich mal dazu, wo man raufklicken kann. Und es gibt spezielle Grundstücke, wo man nur Mühlen bauen kann. Eine Farm, wie man da hinten sieht. Da kann man dann seine Bauern zum Nahrungsabbau hinschicken, so wie man es halt kennt. Und noch die speziellen Karrees, also wo man dann Lagerhäuser, Märkte, Pferdeställe, Schmieden, Schießstände, Kasernen, Belagerungswerkstätten und Ställe bauen kann. Ah, heute habe ich wieder mit dem Reden. Naja, das wichtigste Gebäude wird aber immer noch das Haupthaus sein, das Rathaus, wo ihr es upgraden könnt, damit Gebäude mehr Widerstand haben, das Bauen schneller vorangeht, Einheiten schneller ausgebildet werden. Man kann effizient steigern. Also das Spiel hat einen Forschungsbaum und einen Bautree, könnte man sagen. Man baut sich die kleine Stadt aus, entscheidet dann auch mit den Palisaden, baut sie aus, baut die Stadt aus, man braucht Wohnhäuser. Und man braucht auch die Spezialgebäude, sage ich mal, dazu, um Einheiten zum Ausbilden oder um Forschung voranzutreiben. Die Grundressourcen sind Nahrung, Holz und Steinbeschaffung und Gold natürlich. Nahrung wird eigentlich hauptsächlich durch Getreide und Viehhaltung gewonnen, einfach Tiere ausbilden, warten bis sie schlachtreif sind und dann werden sie automatisch geschlachtet. Und für Gold und Stein gibt's auf der Karte die gelben und die silbernen Kreuze, wo die gelben die Gold verkommen und die silber die Stein verkommen. Zeigen ist ja ziemlich logisch. Und Holz einfach Arbeiter zum Holzabbau schicken.
Das ist eigentlich das Große und Ganze, was es zum Baufeature von diesem Spiel zu sagen gibt. Es ist schlicht, aber effizient. Der Vorteil von diesem Spiel ist aber immer noch der, man kann da seine Armee direkt befehligen, hat 3D-Schlachten und die Stadt, die man so sieht, kann auch von anderen Spielern angegriffen werden. Also man baut sich nicht seine kleine Stadt auf bis zum Maximum und denkt sich, ha, jetzt habe ich was Schönes, jetzt streife ich durch die Weltgeschichte. Nein, man muss auch, sobald der Noob-Schutz abbrennt, aufpassen vor anderen Spielern, also Allianzen schmieden, Kriege führen und auch wirklich seine Stadt verteidigen. Wann genau der Noob-Schutz anfängt zum Auslaufen, weiß ich noch nicht. Ich schätze mal, da müssen zuerst, ich glaube mal, dass das bis jetzt bald die Palisaden da fertig sind. Ich spiele das Spiel jetzt schon erst seit 6 Stunden und hier sehen könnt, 6 Stunden reichen aus, um eine kleine Siedlung zum Aufbauen, eine Armee zum Ausheben und auch schon einige Schlachten geführt zu haben. Was auch noch gut ist in den Spielen, die Einheiten können Stufen aufsteigen, also leveln, und können damit verbessert werden, also die Hitpoints können gesteigert werden, Angriffskraft, die Verteidigung zwischen Stich, Schlag, Waffen und Öl und Pfeiler natürlich. Dafür leben. Und auch, ja, auch die Lebensregeneration und Leben an sich kann man upgraden. Kann schon was, das ist schon was Gutes, man kann seine Armee individualisieren und man muss auch wirklich aufpassen. Was da schon wieder gebraucht wird, weiß ich auch nicht. Na, das wird wahrscheinlich ein kleines Fort sein, keine Ahnung, was sich die bringen. Das sind wahrscheinlich nur einfach kleine Außenposten. Eher ziemlich sinnlos. Ja, okay, Wölfe. Der Vorführeffekt, jetzt kommen natürlich Wölfe. Was man auch um aufpassen muss, die Wölfe greifen sehr gern das Rotwild an, das was man eigentlich selbst braucht für Nahrungsbeschaffung und auch sehr gern die Bauern. Naja, wo bei Wölfen muss man aufpassen, sie sind sehr schnell und normale Truppen kommen ihnen fast nicht nach, da muss man die Kavallerie ausschicken. Die sind sehr effektiv gegen Wölfe und das geht eigentlich schon ganz gut. Was ich auch noch zeigen will in der im ersten Part von dem Video ist das Profil, wo man seinen Helden sozusagen sehen kann. Man kann ihn leider nicht erstellen, also man kann nicht das Aussehen verändern oder auch Attribute festlegen, aber man kann Merkmale bestimmen. Das werde ich euch in einem späteren Video vielleicht sogar noch zeigen. Da wird auch die Charakter, die Auswahl der Länder gezeigt werden. Entschuldigung. Und im Großen und Ganzen, was gibt es da zum Sehen? Ja, der Name, der Ruf, Rang und Ruf sind dann mal wieder unterschiedlich. Ansehen, wie viele Freunde, Alliierte, Siege, Armeen, wobei die Armee immer wieder neu ausgehoben werden muss, damit sie in der Stadt drin bleibt, das Level des Heldens und etc. Es ist so, die Armeeführung gibt es eigentlich für jeden, der schon mal ein Strategiespiel wie Commander Conquer gespielt hat, nicht viel zu sagen, weil man kann keine wirklichen Stellungen, Stellungsbefehle geben, man sagt einfach nur, Weg, wo Leute. Sie hin sollen und ob sie angreifen sollen. Gewisse Einheiten haben dann Spezialfähigkeiten wie Schildwall oder Selbstheilung, was sehr praktisch sein kann im Gefechten, und man kann auch noch Formationen angeben, also nicht wie die gesamte Armee aufgeteilt sein soll, sondern nur wie zum was Beispiel soll ich tun? Die Schwertkämpfer, dass sie nicht in so einer 4x-Formation gehen, sondern das Linieninfanterie. Formation bilden, zack, zack! Es bringt schon gewisse Vorteile etwas im von Gefecht, mir? Aber im Großen und Ganzen verändert es eigentlich nicht viel. Das Spiel ist halt von einem Indie-Entwickler-Team namens... Okay, das weiß ich jetzt nicht, tut mir leid. Das wird man dann eh sehen können beim... Also beim Bildschirmwechsel, wenn man Ladebildschirm, müsste man nicht
Nee. Da muss ich da an eine Stadt laden. Das werde ich euch dann im nächsten Part zeigen oder beziehungsweise sagen, wie das Team heißt. Das habe ich leider jetzt nicht im Kopf. Und das ist eigentlich schon fast alles, was es dazu gibt. Man hat halt eine kleine Stadt wie in der Manier von die Stämme. Man muss sie aufbauen, man kann auch Quests annehmen und andere Spieler angreifen oder NPC-Schlachten führen, also KI-Schlachten. Damit beende ich mal meinen ersten Part und ich werde dann im nächsten Part gleich schauen, dass ich einen Kampf bekomme, was sehr interessant ist. Da kann ich euch gleich die Quests zeigen, was ich da habe. Da die Quest heißt zurzeit A Dragon's Attack, also wird meine kleine Stadt höchstwahrscheinlich, wenn ich Pech habe, von einem Drachen angegriffen. Und wenn ich Glück habe, gewinne ich dann die Schlacht. Ich hoffe, euch gefällt meine kleine Review und damit sage ich mal Tschüss.